Liebe Landwirte, auch heute möchte ich Sie wieder ganz herzlich zur aktuellen Marktwoche auf agraheute.tv begrüßen. Diesmal geht es um die Entwicklung am deutschen und am europäischen Rindfleischmarkt. Die europäische Produktion von Rindfleisch nimmt 2014 erstmals seit 4 Jahren wieder kräftig zu. Allerdings war die Produktion im Jahre 2013 in vielen wichtigen europäischen Erzeugerländern auf historische Tiefstände gefallen. Für das Jahr 2015 erwartet die Europäische Kommission ebenfalls einen kräftigen Anstieg der Produktion. Die europäische Verbrauchsmenge von Rindfleisch nimmt 2014 und auch 2015 wegen der gefallenen Rindfleischpreise ebenfalls kräftig zu. Infolgedessen ist die europäische Rindfleischbilanz sowohl 2014 als auch 2015 relativ ausgeglichen. In Deutschland war die Anzahl der geschlachteten Bullen im Zeitraum vom Januar bis August 2014 3,7% größer als im Vorjahr. Und die Anzahl der geschlachteten Kühe war 3,3% höher. Von 2010 bis 2013 war die deutsche Rindfleischproduktion allerdings um 7% zurückgegangen. Der deutsche Selbstversorgungsgrad bei Rindfleisch liegt im Jahr 2014 etwa bei 112%. Zur Stabilisierung der deutschen Rindfleischpreise sind also auf jeden Fall Exporte nötig. Von den deutschen Rindfleischexporten gehen etwa 13% in Drittländer und knapp 90% in andere EU-Staaten. Die Preise für Jungbullen und Schlachtkühe sind in der Europäischen Union im Herbst 2014 deutlich niedriger als im Vorjahr. Das ist in allen für den deutschen Rindfleischabsatz wichtigen EU-Ländern der Fall. Und das nimmt natürlich Einfluss auf die Preisentwicklung in Deutschland. Bei Bullen haben sich die Preise im Herbst 2014 nach einem kräftigen Rückgang erst einmal stabilisiert, waren jedoch deutlich niedriger als 2013. Bei Schlachtkühen ging es mit den Preisen jedoch auch im Herbst 2014 weiter nach unten. Und in Deutschland fielen die Schlachtkuhpreise im Oktober sogar auf den niedrigsten Stand seit April 2011. Weitere ausführliche Informationen zur Entwicklung am deutschen und europäischen Rindfleischmarkt finden Sie im Marktkompass. Damit möchte ich mich diese Woche von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen gute Preise, Ihr Olaf Zinke.